Rund 1500 Vulkane auf der Erde sind aktiv und könnten jederzeit ausbrechen. Etwa 800 Millionen Menschen in ihrem Umfeld sind bedroht. Von welchen Vulkanen gehen die größten Gefahren aus? Eine schwierige Einschätzung. Verschiedenste Faktoren spielen hier mit. Da ist die Stärke eines Vulkanausbruchs. Ein eindeutiges Kriterium. Vulkanologen messen anhand früherer Eruptionen Menge und Höhe des herausgeschleuderten Materials. Sie sprechen vom Vulkanexplosivitätsindex, VEI, auf einer Skala von 0 bis 8. Eruptionen der Stärke 8 kommen extrem selten vor, wie die des Yellowstone vor 640.000 Jahren. Eine Explosivitätsstärke von mehr als 5 erreichten in den letzten 100 Jahren nur wenige Vulkanausbrüche, wie der Pinatubo auf den Philippinen, der 1991 mit Stärke 6 explodierte. Bei der Eruption des isländischen Eyjafjallajökull im Jahr 2010 maßen die Vulkanologen die Stärke 4. Weltweit bringen es 249 Vulkane auf einen mittleren Explosionsindex von 4 und größer. Doch ein zweites Kriterium ist mindestens genauso wichtig. Wie häufig brechen Vulkane aus? Der Yellowstone-Supervulkan mit der höchsten Explosionskraft bricht extrem selten aus. Nur alle 600.000 bis 800.000 Jahre. Das verringert seine Gefährlichkeit. Der Stromboli mit einer geringeren Explosionskraft spuckt dagegen fast täglich Glut und Lava. Und es gibt ein drittes Kriterium für die Gefährlichkeit, wenn beim Ausbruch tödliche heiße Gaswolken entstehen. Diese bis zu 700 Grad heißen pyroklastischen Ströme rasen die Hänge herab. Sie bringen totale Zerstörung. Fast die Hälfte der Toten durch Vulkane gehen auf ihr Konto. Auf der Karibikinsel Montserrat kosteten 1997 Glutwolken am Vulkan Soufrière Hills 19 Menschen das Leben und zerstörten weite Teile der Insel. Vor den heißen Aschewolken gibt es oft kein Entkommen. So wie 1991 am Onsen in Japan. Vor allem ein Faktor macht aus einem gefährlichen einen Hochrisikovulkan. Wie viele Menschen sind bei einem Ausbruch in Gefahr? Vulkane in abgelegenen Gebieten bedrohen wenige Menschen, bedeuten also geringe Gefahr. Vulkane in Ballungsgebieten wie der Fuji in Japan bedrohen dagegen Millionen von Menschen. Die Gefährlichkeit der Vulkane auf der Erde ist also von 4 Faktoren abhängig. Kombiniert man sie, kommt man auf die riskantesten Vulkane der Erde. Darunter der Chichinauzin in Mexiko. Hier leben 28 Millionen Menschen. Damit ist er einer der dicht besiedelsten und gefährlichsten Vulkane der Welt. Unter die Hochrisikokategorie fällt auch der Merapi in Indonesien. Er ist extrem aktiv, häufig gehen Glutlawinen ab und er ist sehr dicht besiedelt. Auch der Vesuv und die Phlegräischen Felder gehören zu den gefährlichsten Vulkanen. Der Grund, die dichte Besiedlung und der hohe Explosivitätsindex. In Zentralamerika, mitten in Nicaragua, liegt der Mesaya. Eine enorme Explosionskraft und eine hohe Ausbruchshäufigkeit bringen ihn auf Platz 2. Nach diesen 4 Kriterien landet ein Vulkan auf den Philippinen auf Platz 1. Der Taal, mit einer Explosionskraft von 6 und Millionen bedrohter Menschen, gehört er zu den gefährlichsten Vulkanen der Erde. Wenn ihr dieses Video interessant fandet, dann verspreche ich euch, gibt es noch viel mehr interessante Videos auf diesem Kanal. Deswegen kann ich nur eins empfehlen, hier oben abonnieren. Beziehungsweise ich kann noch was empfehlen, nämlich diese beiden Videos. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Schreibt in die Kommentare, welche Themen ihr gerne hören würdet. Bis bald.